Und hallo YouTube, willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim. Wir haben Wuthrad in der Hand und stehen vor Isgrammors Grab. Denn unser guter Kotlak ist ja gefallen, wurde von der silbernen Hand erledigt und wir haben ihn gerächt. Aber Kotlaks Traum war es ja, vom Werwolf sein befreit zu werden. Das ist die letzte Ruhestätte Isgramors und seiner zuverlässigsten Generäle. Ihr solltet vorsichtig sein. Warum wollen uns sonst die Generäle umbringen? Die ursprünglichen Gefährten. Ihre edelsten Krieger ruhen an Isgramors Seite. Ihr werdet euch ihnen beweisen müssen. Wir haben schon mit Iskra mal Es persönlich ist nicht geredet. so, als wäret ihr ein Eindringling. Ich möchte wetten, dass sie uns sogar erwarten. Wer will mit mir wetten, dass Sie es wollen Zombies sind? lediglich sichergehen, dass ihr würdig seid. Bereitet euch auf einen ehrenvollen Kampf vor. Also was ich sagen wollte, der gute Kotlak ist ja gefallen, wollte aber nicht als Werwolf mit Hyrcine enden, sondern er will nach Sorvengarde und bei Iskramor sein. Und um das zu schaffen, müssen wir halt seinen Geist vom Werwolfsein heilen. Und das geht scheinbar hier in Iskramors Grab, denn Iskramor Grab Magic. Egal. Wie kommen wir rein? Bringt Wuthrad nach Isgramont zurück. Dadurch sollte sich der Weg öffnen. Dann machen wir das doch mal. Kodlak hatte recht. Ich ließ zu, dass mein Herz von Rache beherrscht wurde. Ich bereue nichts von dem, was wir im Schattenstollenheiligtum getan haben. Aber mit vernebeltem Verstand oder kummerschwerem Herzen kann ich nicht weitergehen. Ja, dann bleibst halt Bis hier. zum nächsten Mal. So, und der bekommt jetzt die Axt. Was gibt's denn hier alles? Den stört das sicher nicht, wenn wir ein bisschen Für Kodlak. klauen. Man kann die Axt scheinbar mitnehmen. Die werden wir natürlich behalten, weil wir sie nicht anhängen wollen. Hier kommen, den werfen wir jetzt mal. Na gut, Gewicht 8. Ach Gott, warum wiegt denn das Ding so viel? Was werfen wir jetzt weg? Haben wir irgendwas Schweres bei Sonstiges dabei, was wir wegwerfen können? Das werfen wir sicher nicht weg. Eine Gabel. Und ja, ich werfe gerade Gold weg, aber hey, nicht so, als hätten wir einen Mangel. Wenn man mit Edelsteinen in der Tasche rumrennt, so wie wir, kann man auch mal ein bisschen Gold wegwerfen. Das Falmeauge. Hier haben wir noch ein paar Hexenköpfe, die können wir nicht wegwerfen. Die werden jetzt wie immer unser Inventar zumüllen. Silberbarren. Unzählige Seelensteine. So. Bisschen davon. Da essen wir ein paar. Das können wir auch vielleicht später wieder bringen, aber wichtig ist, dass wir die Axt mitnehmen. Hier kommen wir wieder rein. Dass wir die Axt mitnehmen, damit wir die später an die Wand hängen Für können. Kodlak. Ja, du gehst nicht mal mit, sei still. So, und ich würde wetten, die kommen jetzt hier gleich als. Du wirst schon mal kein Zombie. Hey, aufpassen. Ein Kampf. Ist da jemand? Ne, der ist jetzt keiner mehr. Gut, dass Seelen kein Gewicht haben, sonst würden wir jetzt hier die. Sonst würden wir jetzt schon wieder zu schwer sein. Es hat ja sogar mal. Ich hätte etwas gehört. Es hat sogar mal ein. Jetzt reicht es! Okay. Sind das wieder Suppengeister?
Nein, das sind keine Suppengeister. Okay, alles klar, das sind keine Suppengeister. Wir haben Clearance, wir können weitergehen. Keine Suppengeister hier. Alles ist gut. Und es wird die Gefährten noch nicht stören, dass wir hier im Heiligtum ihres Anführers, im letzten Ruhestätte ihres Begründers, was für die mehr oder weniger ein heiliger Ort ist, plündern. Weil die stört sowas nicht. Was? Und wir haben gerade die Seele eines seiner Generäle mitgenommen. Okay, der hält ein bisschen mehr aus. Geister abstechen. Wir haben gerade zwei Seelen von Iskravas Generälen mitgenommen. Ich weiß nicht, ob das... Das ist schlimmer als plündern. Ich meine, das sind Helden der Gefährten und wir haben die im Endeffekt jetzt für immer versklavt. Und wir tragen wieder zu. Meine Fresse. Bücher, haben wir irgendwelche? Dralagonische Maid werfen wir nicht weg. Das wissen wir ja. Ja, ich sortiere gerade ein bisschen aus, damit wir nicht mehr so viel Gewicht haben. Es liegt zwar nicht in meiner Natur, Bücher wegzuwerfen. Aber wenn es sein muss, muss es sein. Wenn ich dafür mehr Gold und Edelsteine tragen kann, dann werde ich auch ein Buch wegwerfen. Aber gerade wollte ich was sagen. Wir haben ja gut, dass Seelen ja nichts wiegen. Sonst würden wir jetzt zu viel tragen. Es gab ja tatsächlich mal einen Versuch, über den, ich habe den Namen des Wissenschaftlers vergessen, habe ich vor kurzem in meinem Video gesehen, irgendwie die sonderbarsten Experimente oder so. Ja, die werden stärker, die Geister. Du bist ein Geist und kannst brennen. Dann sind vielleicht so viele Frauen, ich meine, ist ja okay, dass es viele Frauen sind, aber sie hatten viele Generälinnen. Ja, das sind wahrscheinlich alles Walküren. Ist ja eh erstaunlich, dass in der neuen Schmutzpolitik so viele Frauen eigentlich so wichtig sind. Ich meine, zur damaligen Zeit war es ja eher üblich, dass Frauen ja nichts zu sagen hatten. Aber im Norden, da waren es Walküren, die hatten was zu sagen. Auch weg. Also ich habe den Namen des Wissenschaftlers, der das gemacht hat, vergessen. Das war in einem Video, das ich vor kurzem gesehen habe. Irgendeines dieser Top 10 Videos, die man da guckt, wenn er wirklich langweilig ist. Und ich kann nicht mehr, Schildbruder. Jetzt schon. Seit dem Staubmannsgrab sind mir die großen Krabbeldinger zu viel. Jeder hat seine Schwachstelle. Und das ist meine. Ich bin nicht stolz, aber ich bleibe bei Wilkas. Was? Ach komm, jetzt hier die Spinnen. Hier drüben. Okay, der hat scheinbar eine Arachnophobie, ne? Dann wir wollen ihn dann zu nichts zwingen. Ich habe den Namen des Wissenschaftlers, der das gemacht hat, vergessen, aber es gab einen Versuch. Erstmal die Kleinen hier. Es gab einen Versuch, tatsächlich das Gewicht einer Seele herauszufinden. Und um das zu machen, hat der Mann halt also vom vereidigten Probanden. Gut, so klar ist das nicht. Ich glaube, das Experiment war im vorletzten Jahrhundert, im letzten oder im vorletzten Jahrhundert. Da kann es auch mal ab und zu sein, dass. Aufpassen! Warum? Ich schneide hier Spinnenweben durch. Dass da auch mal. Etwas gehört. Dass da Patienten oder Teilnehmer bei solchen Sachen. Wow, bist du groß. Ekelhaft. Nicht ganz so freiwillig dabei waren, aber seine er hat halt freiwillige Teilnehmer halt im Moment des Todes gewogen, hat halt ihre Körper vor und nach dem Sterben, also hat sie halt auch eine Waage gelegt, während die halt im Sterben lagen. Und als sie halt starben, hat er halt eine Gewichtsveränderung um irgendwie ein paar wenige Gramm, also was ganzes, also wirklich wenig halt festgestellt.
und sah das halt dann als Beweis an, dass er gerade die Seele A bewiesen hat und auch noch gleich dazu festgestellt hat, wie viel Gewicht jetzt eine Seele hat. Weil er eher, die Seele hat gewogen. Und gut, dass das scheinbar auf Skyrim nicht zutrifft, beziehungsweise ich glaube ja kaum, dass er da tatsächlich die... Kannst du mal stehen bleiben? Ich dachte, ihr seid hier die mutigen Krieger. Auf wegzurennen, ihr mutigen Krieger. So. Und das ist auf der einen Seite eine ja, ganz interessante Idee, aber unwahrscheinlich, dass er tatsächlich... Also, er hat mit Sicherheit nicht die Seele eines Menschen gewogen, die aus seinem Körper fährt. Das glaube ich weniger. Denn das werden wahrscheinlich... Sonst irgendwas gewesen sein. Ich weiß nicht, was alles abgeht, wenn ein Mensch stirbt. Wirkt auf den... Man kann Geister auch wegschreien. Und ganz interessant. Okay. Keine Ahnung, wollte ich anmerken. Ich labe ja sonst irgendwie nur Bullshit. Hat sich seine Waffe gerade materialisiert? Ja, aber dieser Dummkopf hat Erfolg dabei. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ich werde leben, du bist schon tot. Wie sich ihre Waffen immer materialisieren, sobald dann verschwinden sie. Ich meine, verstehe einer die Geister, ne? Vielleicht können wir noch ein paar Seelen klauen. Seelen klauen. Plündern 2.0. Warum laufen die eigentlich so oft weg? Was? Bleib da! Natürlich spürst du die Gegenwart. In deinem eigentlich toten Körper werden dort Bolzen reingeschossen. Gut, das sind seelenfangende Bolzen aus einer seelenfangenden Armbrust. Das kann man, glaube ich, zählen lassen. Ich wollte die Armbrust ganz hoch spielen. Sag mal, kann sich der mal aufhören, hinter der Wand zu verstecken? Okay, jetzt. Du wolltest es nicht anders. Feuer scheint ja auch effektiv zu sein. Wir haben nur durch unser eigenes Schild durchgestochen. So, da vorne ist auch noch einer. Man sollte nicht fragen, warum man Geister hauen kann. Der Verstecken. Was seid ihr denn für mutige Krieger, bitte? Andauernd nur am Verstecken, weißt? Ich meine, das sind die Gefährten, die mutigsten Krieger von Himmelsrand. Die Kriegergilde seit 2000 Jahren im Dienst, wurde von Iskramor, einem der größten Helden der Geschichte, gegründet. Und dann kauern sie nur in der Ecke, sobald einer mit einem Feuerschwert kommt. Ja, was ist denn hier los, bitte? Das ist doch nicht euer Ernst. Seid ihr denn bitte für Helden? Wie kommt man da rein? Ein Hebel, okay. Ich will ja immer erstmal hier an den Kerzenleuchtern ziehen, weil das irgendwie so oh, ein Geheimgang oder irgend sowas. Erstmal den Kerzenleuchter ziehen. Aber naja, da war der Hebel ja ganz gut präsentiert. Mit ist Mammutkopf. Seit wir in dieses Grab gekommen sind, kämpfen wir gegen Geister und sie fragt immer noch, wer der ist. Von dem wir die Seele haben. Okay, wir haben keine Seelensteine mehr für Seelen. Ihr habt Glück, eure Seelen dürfen hier bleiben. Und zwar am Anfang hatten weniger Glück. Deren Seelen habe ich mitgenommen. Die werden jetzt in mein Schwert gesperrt. Ja, dazu müsst ihr. Wisst ihr was? Wir könnten ein paar Seelensteine leer machen. Da habe ich wieder Platz für euch, Geister. Und ihr wisst, was dann mit euch passiert. Dann werdet ihr in Waffen reinverzaubert und kommt in diese Seelensteinwelt, wo ihr dann von irgendeinem komischen altertümlichen Obergottheit versklavt werdet. Na, da laufen sie schon weg. Feiglinge. Ernsthaft, was seid ihr bitte für Krieger?
Sobald die leiste Gefahr, gut, wir sind nicht gerade der leiste Hauch von Gefahr, sondern eher eine mordende Bestie, die sich durch alles durchprügelt, was sie findet. Aber sobald die leiseste Gefahr kommt, dann laufen die weg. Das sind feige Schweine, diese. Also ich habe mehr erwartet von den Kriegern von Iskramor. Wirklich. Und da ist Kotlak. Auch als Geist. Ja, das ist Kotlak. Natürlich. Meine Herolde und ich wärmen uns hier auf. Wir versuchen, ihr Sinne zu entgehen. Oh, du bist allein. Wir haben alle einen umgebracht. Euer Herz nur nicht als den Anführer der Gefährten kennt. Der alte Wegner könnte sicher noch ein halbes Dutzend meiner Vorgänger sehen. Und ich sehe sie alle. Alle in Sovngarde. Alle, die mit mir in Hirsines Reich gefangen sind. Und sie alle sehen euch. Ihr habt im Namen der Gefährten Ehre gemacht. Das werden wir so schnell nicht vergessen. Ja, und wie wir jetzt seine Seele retten können, sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Skyrim. Ich sag tschüss YouTube, bis dann. Seid dabei, wenn wir Kotlak nach Sovngarde überführen. Bis dann, tschüss.